Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum dritten Flash, zum dritten Newsflash, zur dritten JFD Live Trading Beschau hier beim JFD Live Trading TV heute. Wir hatten heute schon einiges im Blick. Gold heute zunächst tatsächlich ans gestrige Tagestief gelaufen, dann jetzt eine dynamische Rückkehrbewegung. Es ging eben hier um die Aussagen auch von Janet Yellen aus den USA, die hier an dem Zinsversprechen festhielt. Der Zeitpunkt der Zinswende, allerdings immer noch ein bisschen das Orakel schlechthin, aber letztlich der Markt hier mit neuen Allzeithochs. Wir hatten hier oder wollen jetzt hier zunächst den Dow Jones, also hier die US-amerikanischen Märkte in den Blickpunkt nehmen. Wir hatten hier am 10.2. schon mal die Tendenz, dass hier oberhalb von 10.740 Punkten, das war ein damaliges US-Video am Abend, hier die Lage durchaus weiter bullisch bleiben könnte. Und jetzt sehen wir hier im Stundenchartintervall, was der Dow Jones macht. Wir machen neue Allzeithochs und die Rallye ist weiterhin intakt und daran kann man auch nichts ändern. Egal, welche Oszillatoren im überkauften Bereich sind, egal wie einerseits hier diverse Börsenbriefe aus den USA hier eine negative Stimmung heraufbeschwören nach dem Motto hier bis Juli minus 20% und dergleichen. Das sind eigentlich alles Kontraindikationen für Marktteilnehmer, die nur darauf warten, hier in den Markt zu kommen. Die Einstiege sind sicherlich nicht einfach. Der Markt ist tricky, aber wir sehen, die generelle Trendbewegung ist aufwärts gerichtet. Fangen wir daher ganz kurz beim Dow Jones hier mit dem Tageschart an. Wir hatten hier eben den Ausbruch aus dieser bullischen Flagge auch damals schon analysiert. Hier konkret ging es darum, dass wir hier Anfang Februar diesen Ausbruch sahen. Leichte Rücksetzer wurden erwartet und jetzt Niveaus von über 18.000 durchaus ins Visier genommen. Anhand dieser Projektion, dieser ja, bullischen Flagge hier ans Ausbruchslevel angelegt, wären hier jetzt theoretisch sogar noch durchaus höhere Preisniveaus im Bereich 18.600, 18.700 Punkten denkbar. Tatsache ist, wir haben jetzt hier einen schönen Trendimpuls, der läuft und solange der läuft, sollte man diesem auch reiten und das heißt, es kann durchaus auch weitere Höchststände regnen sozusagen. Wir haben hier diese Aufwärtstendenz, die sich hier von dieser auch Ausbruchskerze herleiten lässt. Und diese deutet hier zunächst weiteres Potenzial an. Das lässt sich feststellen. Im Stundenchart sehen wir hier, wie gesagt, den aktuellen Ausbruch. Auch hier nochmal kurzfristig sogar die Möglichkeit, eine Aufwärtstrendlinie hier in den Chart zu zeichnen, die jetzt hier symbolisch dafür steht, dass wenn wir da drüber bleiben, der Markt hier grundsätzlich positives Momentum aufweist und eigentlich selbst trotz der ein oder anderen zwischengestreuten Konsolidierung hier nicht in übermäßig bärisches Fahrwasser kippen dürfte. Nein, vielmehr sollte der Markt eben hier sich nach oben orientieren und hier Niveaus im Bereich 18.200, das ist die nächste runde Hausnummer, anvisieren und möglicherweise sich auch darüber hinaus absetzen. Der Markt ist hier einfach in bester Laune. Schauen wir uns neben dem Dow Jones gerade noch den heute mal schwächeren Nasdaq 100 Index an. Das ist eher ungewöhnlich, da dieser Index während der letzten Tage eine Outperformance an den Tag legte. Und da schauen wir uns jetzt hier mal speziell auch den Stundenchart an, der hier auch eine Aufwärtstendenz seit Anfang Februar klar kristallisiert. Wir haben hier diese Aufwärtstrendlinie, die hier heute hier schon kurzzeitig mal unter Beschuss stand. Jetzt kommt der Preis aktuell darüber hinaus. Man darf sagen, einen Stundenschlusspreis über. Und da kann man auch hier eine kurze Horizontalunterstützung in den Chart holen. In dieser Art. Ein bisschen flacher das Ganze. So, ein Stück weiter hoch. Und da wird deutlich, dass wir hier oberhalb dieses Unterstützungslevel, was wir eben hier zurückerobert haben, oberhalb von 4.434 Punkten weiter bullisch bleiben und auch hier beim Nasdaq 100 Index die Bullen weiterhin das Zepter in der Hand halten. Da dürfte sich nichts dran ändern. Machen wir da kurz ein kleines Safety und gehen jetzt mal zum S&P 500, der sich hier nicht minder glanzvoll darstellt. Denn auch hier sehen Sie oben Tageschart, Wochenchart ist dahingehend im Sinne des sich öffnenden Dreiecks ganz interessant. Schauen wir uns gleich mal zum Abschluss an. Jetzt aber hier erstmal die Intraday-Beschau. Wir sehen hier die Marke von 2110 Punkten ist klar überwunden. Wir steuern jetzt auf 2115 Punkte zu. Und auch hier gilt weiterhin, die Bären haben das Zepter in der Hand. Man darf oder hier sollte man unterhalb von 2108 Punkten vorsichtig sein. Das könnte zu einer Konsolidierung führen, wenn wir eben hier ja, die Levels, diese Horizontalunterstützung, die Sie hier sehen, unterschreiten würden, lässt sich aus den gestrigen Hochpunkten hier vom späten oder vom frühen Abend, späten Nachmittag herleiten in den USA. Und hier haben wir, wie gesagt, eine Supportzone im Bereich 2108, die nicht unterschritten werden sollte. Oberhalb dessen bleibt 2115 und darüber hinaus 2120 Punkte das nächste Ziel. Schauen wir uns jetzt noch zu guter Letzt den Wochenchart an. Da ist es eben so, dass wir hier, Sie sehen diese Tendenzen,
schon seit langem dieses aufsteigende Dreieck im Chartverlauf haben. Interessant jetzt, dass wir uns hier diesem oberen Level nähern. Sie sehen diese orange Tendenzlinie, die sozusagen den Preisverlauf hier einfing und jetzt auch sozusagen schablonhaft darstellt. Das wären hier Niveaus während dieser Handelswoche 2135 Punkte rund. Da wäre der Index an dieser oberen deckelnden Trendlinie und könnte theoretisch eine Konsolidierung starten. Ob es so kommt, werden wir sehen. Aber Sie sehen, auch der S&P 500 hat hier heute natürlich noch 5 bis 10 Punkte Luft nach oben, wenn nicht sogar hier durchaus bis 2035 eben noch erheblich mehr. Die Situation ist nach wie vor höchst bullisch und in diesem Sinne will ich es auch für heute beschließen. Wenn Sie gefallen hatten an den JFD Live Trading Sendung, geben Sie es ruhig mit im Stream oder schalten Sie eben auf den YouTube-Channel immer mal wieder auf. Folgen Sie uns dort bzw. auch im Stream. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, fürs Dabeisein und wünsche Ihnen jetzt heute noch einen entspannten Feierabend. In dem Zusammenhang auf bald und beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer.